Hey Leute, willkommen zurück zu einem neuen Spiel auf meinem Kanal, und zwar, wie man es vielleicht schon erkennt, zu Burnout Paradise. Und ich starte direkt rein. Willkommen in Paradise City, der Heimat des Burnout Driving. Von den Serpentinen des White Mountain bis ins Straßennetz von Downtown Paradise bietet die Stadt endlose Verkehrswege, die du nach Herzenslust erkunden kannst. Es handelt sich um ein noch nie erlebtes Fahrereignis der Extraklasse. Jede Straße ist eine Herausforderung. Wir registrieren deine Bestzeiten und größten Crashs. Wenn du richtig Action brauchst, halte an einer Ampel und lass die Reifen durchdrehen. An jeder Kreuzung wartet ein Abenteuer. Die Events in Paradise City enden an einer von 8 Locations. Eine in jeder Himmelsrichtung. Im Norden der Stadt liegt der Country Club. Das Coast Guard HQ im Nordosten. Der Waterfront Plaza an der Ostküste. Im Südosten liegt das Wildcats Baseball Stadium. Die Naval Yard ist an der Südküste. Die Lone Stallion Ranch liegt südwestlich der Stadt. Die Wind Farm ist in den West Hills. Und im Gebirge im Nordwesten liegt das Observatory. Als Anfänger erhältst du eine Lernfahrlizenz. Eventsiege werden darauf notiert. Nach genügend Siegen bekommst du eine neue Lizenz und ein neues Auto. Die Welt steckt voller Überraschungen. Wir halten dich schon auf dem Laufenden. Was als nächstes passiert, ist deine eigene Entscheidung. Okay. Ja. Ich habe ja in letzter Zeit fast nur Forza gespielt, vom auf dem Kanal. Du hörst Crash FM und ich bin DJ Atomica, dein City Guide für die Straßen von Paradise City. Also, zuerst brauchen wir ein Bild für deinen Lernfahrausweis. Das reicht fürs Erste. Wenn du eine USB-Kamera hättest, wäre das Ganze persönlicher geworden. Mit dem Lernfahrausweis kannst du durch ganz Paradise City fahren. Profifahrer haben eine Burnout-Fahrerlizenz, aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Komm, wir besorgen dir eine Karre auf dem Schrottplatz. Was Besseres als diesen Hunter Cavalry haben wir gerade nicht. Das ist ein Stunt-Auto für Sprünge und Spins, aber auch ein guter Allrounder. Perfekt für einen Anfänger wie dich. Ja. Das Auto ist ziemlich lediert. Such lieber eine Werkstatt auf und lass es reparieren, bevor du dich in die nächste Action stürzt. Wir haben die nächste Werkstatt in die Karte eingezeichnet. Sie ist direkt beim Angus Wharf. Mal sehen, ob die Karre anspringt. Halte das Gas gedrückt, um den Motor hochzupowern. Ja. Immer noch ein sehr schönes Spiel, auch nach all den Jahren. Und ich habe, das ist mein einziges Burnout, das habe ich mir jetzt auch erst gekauft, im Steam Sale. Weil ich habe das schon öfter gesehen und so weiter, ich fand es mega cool. Und Burnout ist halt an sich auch eine richtig coole Spieleserie. Und ja. Lässt du einen Wagen zum ersten Mal reparieren, wird die Burning Loot für ihn zu deiner Karte hinzugefügt. Ja, wie das Spiel aufgebaut ist, sieht man dann noch. Das kann ich jetzt so schlecht erklären, so glaube ich. Und ja, ich hoffe, das Spiel ist nicht zu laut, aber muss ich zwischen den Folgen mal gucken, weil man kann das halt vorher nicht umstellen und so weiter. Und mal schauen, wie gut ich mich jetzt zurück. Starten, halte an einer Ampel und drücke gleichzeitig Bremse und Gas. Alle gefundenen Events werden auf der Karte eingetragen. So, fangen wir einfach mal an. Jetzt bist du das Opfer. Du bist hier. Die anderen Fahrer folgen dir zur Naval Yard im Südwesten. Kommst du heil an, wird dein Erfolg in der Lizenz verbucht. Okay, ich muss quasi einfach überlegen. Ja, man hat hier keine Checkpoints oder so, also man fährt die Route, die man fahren will. Ah, so. Zum Ziel hat auch ein bisschen was um die hier und da von Midnight Club Muster. Und ja,
dem Fall ist es jetzt hier ein Rennen, es gibt recht viele Renntypen, wo ich quasi einfach überleben muss, weil mich die Verfolger hier jagen. Es gibt noch einen, das ist umgekehrt, da muss ich andere zerstören und so weiter. Es gibt natürlich auch normale Rennen und so weiter, das sieht man dann. Und es gibt auch sowas wie hier. Ja, ich nehme das jetzt einfach mal so ein bisschen für die Abwechslung, weil ich ja sonst momentan die Sachen mit Forza mache. Das wird auch weiterhin kommen. Also auf jeden Fall. Aber so ein bisschen was anderes noch, ist auch schön. Der Kompass oben im Bildschirm weist zur Ziellinie und die Schilder zeigen die nächste Kurve an. Abkürzungen musst du alleine finden. So, der hat sich erstmal schön erschlagen. Ich finde es auch schön, dass, habe ich jetzt nämlich hier erst gerade gesehen, dass der Blinker mir anzeigt, wo ich am besten abbiege. Also man hat zwar eine ideale Route, die wird dann durch die Blinker am Auto angezeigt. Müssen wir mal beim nächsten Mal drauf achten, beim nächsten Rennen. Und finde ich nett. Siege werden auf deiner Fahrerlizenz vermerkt. Fahre Siege ein, um die nächste Lizenz zu erhalten. So, hier ist ein normales Rennen. Durch eine Tankstelle, um schnell Boost zu tanken. Die Tankstellen werden dann auf der Karte eingetragen. Die Musik im Spiel fand ich auch richtig cool. Ein Road Rage Rennen durch ganz Paradise. Crashe innerhalb der Zeit die benötigte Anzahl Wagen, ohne selbst geschrottet zu werden, um deinen Erfolg in der Lizenz zu verbuchen. Ja, das meine ich jetzt. Das ist quasi andersrum. Jetzt muss ich zerstören. Ich halte den anderen Fahrer ab, um ihn zu crashen und einen extra Boost zu kassieren. Ja, wie gesagt, jetzt ist es quasi andersrum. Und die Musik erinnert mich auch immer so ein bisschen an Blood Out 2. Das mag ich auch sehr gerne. Ja, mag ich immer noch sehr gerne. Man sieht, glaube ich, auch jetzt schon, dass man sich ja so eine Streak aufbauen kann. Und ich muss zwar eigentlich nur zwei crashen jetzt hier am Anfang, aber... Jetzt meine Streak zum Beispiel weg, weil ich zu lange Fallen mehr gecrashed habe. Und so weiter. Ist recht selbsterklärend. Okay, die eliminieren sich auch gegenseitig. Ich weiß gar nicht, wie alt das Spiel genau ist, aber es ist schon ein bisschen älter. Und ich finde, es sieht immer noch verdammt schön aus. Es funktioniert auch so ganz gut von dem, was ich bisher hier... Okay, ich habe den Gefühl zwar gar nicht berührt, aber okay. Nehme ich natürlich trotzdem gerne.
18 Takedowns, ich brauchte eigentlich nur 2, aber ist halt am Anfang immer so. Glückwunsch! Mit diesem Sieg hast du deine Lizenz auf Klasse D aufgewertet. Deine Siege wurden von der Karte gelöscht. Du kannst die Events erneut spielen. Erfolge werden auf der neuen Lizenz vermerkt. Feier dein Lizenz-Upgrade mit einem neuen Wagen. Der Hunter Mesquite wurde zum Schrottplatz geliefert. Okay. Würde ich sagen, fangen wir mal das nächste Mal. Event, komm, machen wir das auch noch, diesen Volker. So. Start bereit? Du bist hier. Rase nach Norden und sei als Erster am Crystal Summit Observatory. Okay, hier gibt es nur den einen Konkurrenten vor mir. Es gibt dann noch die Dings da. Kann ich jetzt nicht. Diese Tafeln kann man dann zerstören, das ist halt einfach so eine Sammelaufgabe. Der Nakamura SI-7 kurft gerade durch Paradise City. Zieh ihn aus dem Verkehr, um ihn dir unter den Nagel zu reißen. Oh, das ist cool. Das ist jetzt quasi... Ja, der fährt halt rum und ich muss ihn Takedown. Takedown. Wenn ich ihn finde, kann ich ihn halt zerstören und dann... Okay, dann mach ich das, andere Fahrer von der Straße, da, um ihr Auto einzukassieren. Den muss ich jetzt quasi zerstören. Dann kann ich mir dieses Fahrzeug beim Shortlander abholen. Kurve verpatzt? Egal. Handbremse ziehen. Der Handbremsenslide ist vielseitig einsetzbar. Hat man im ersten Part schon recht viel gesehen sogar. Hätte ich jetzt so gar nicht gedacht, dass ich so viel schaffe. Aber muss auch nicht so viel erklären bei dem Spiel. Schießt du ein anderes Auto ab, landet das Wrack auf dem Schrott. Suche einen Schrottplatz, um es abzuholen. Abholen durch die nächste Folge, ich weiß noch ein Rennen davor. Startbereit? Du bist hier. Rase zur Naval Yard im Südosten. Okay, das ist etwas länger. Das war
man aber auch schon vielleicht direkt gesehen hat, ist, dass die Fahrzeuge realen Fahrzeugen nachempfunden ist. Also das hier ist, den ich jetzt war, zum Beispiel sehr stark an den Mustang angelehnt. Das gibt es halt auch bei anderen Fahrzeugen. So ist das ja auch zum Beispiel bei GTA oder solchen Spielen, die halt die Lizenzen an sich nicht haben, die Fahrzeuge zu benutzen. Wo ich das gar nicht so sehr weiß ist, wo ich aber glaube, dass so ist. Oder ich meine, ich habe schon mal so gehört, dass die Fahrzeuge für unterschiedliche Sachen Boost bekommen. Also meiner zum Beispiel, meiner zum Beispiel kriegt für Sprung, wenn ich das richtig verstanden habe, sowas halt für Stuntfähigkeiten und andere bekommen Boost für Geschwindigkeit oder zum Beispiel sowas. Oder fürs Glück, was weiß ich, irgendwie sowas. Irgendwie so war das mal. Ich bin mir aber nicht sicher. Wenn ihr wisst, könnt ihr es ja gerne in die Kommentare schreiben. Ja, und für die Fahrzeuge ist halt diese Burning Boots und da kann man dann eine bessere Version von seinem Fahrzeug bekommen. Die muss man halt gleich aber auch finden. Burning Boots sind auf spezielle Wagen zugeschnitten. Besorg dir diesen Wagen und bestehe die Challenge, um eine Belohnung zu erhalten. Bei der P12 habe ich nicht. Ja. Und so verhält sich das dann mit den ganzen Fahrzeugen. Topspeed auf die Rampe und zieh die Handbremse, um den Wagen beim Abheben in den Flatspin zu drehen. Ist dein Auto stark beschädigt? Lass es in einer Werkstatt reparieren. Die Werkstätten werden dann auf der Karte eingetragen. Ja gut, dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir machen das nächste Mal weiter mit dem neuen Auto vielleicht. Mal schauen, ich würde es auf jeden Fall nächste Folge haben. Und bis dahin, ciao.